Hi, ich bin Thilo von den Dogspotters. Heute bei mir ist Danilo Lucamo von dem Film Lo que queda en el camino, bei dem eine junge Frau begleitet wird mit ihren 4 Kindern auf dem Weg von Guatemala in die USA. Erstmal Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Und zuerst, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? So, Jakob hat also Human Rights Observer gearbeitet und er kennt sich ein bisschen mit der Situation in manchen Ländern in der Zentralamerika. Und als er gehört, dass es Caravana ausgeht und zum Tijuana gekommen ist und so, waren wir da so für einen Monat, um zu die ganze Situation von Migranten, von der Karawane zu verstehen. Und dann haben wir uns entschieden, um Honduras zu gehen, um dieses neue Karawane zu begleiten. Alles klar. Warum ist es denn genau Lilian geworden und nicht eine andere Person? Wir wollen die Realität kennenlernen, sozusagen. Und dann haben wir eigentlich mit mehreren Figuren so gedreht. Aber Lilian hat so eine, die Art und Weise, dass sie sich vor der Kamera behält und die Beziehung, die wir gebaut haben mit den Familien, war so tief und so natürlich auch, dass langsam hat sie eigentlich gedreht mit einer anderen Familie und sie war so eine seitliche Figur am Anfang, aber dann hat sie sich eigentlich in der Hauptfigur entwickelt und beim Montage haben wir uns entschieden, dass eigentlich geht es nur um ihre Geschichte sozusagen. Wie habt ihr denn überhaupt ihr Vertrauen gewinnen können? Ich meine, bei Caravana reisen hilft alle Leute gegenseitig so viel. Man macht nicht nur Film, ne? Aber wir hatten auch so vor, so Leute so in einer tiefer Art und Weise zu betrachten. Und dann, ich glaube, wenn man so eine ernst Haltung hat, sieht man schon, wir schlafen nicht so in Hotelzimmer oder haben so Auto und dann folgen die Karawane und gehen schlafen so in ein Zimmer. Wir eigentlich haben mit dem geschlafen und so in Parks, in Stadions und Sachen und auch in den Trucks die Reise gemacht und so. Dann merkt man schon, dass was anderes als so News, die einfach so kommen und so eine Figur, ein Bild von dich klauen und machen, was sie wollen, ne? Das heißt dann ja, dass ihr den ganzen Weg gefilmt habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau. Wie habt ihr das denn überhaupt logistisch organisiert mit dem ganzen Kamera-Equipment, die Kameras zu laden oder Verpflegung? Ja, schlaft man nicht. Einfach muss man, wenn das Karawane, so wir reisen mit der Karawane und dann gibt es viel interessante Gespräche, wenn man einfach so sitzt oder so ein bisschen so sich wiederholt. Und dann, wenn sie schlafen gehen, am meisten gehen wir so zu kümmern, wie kriegt man Strom, um Akku zu laden oder wie man die Karten so runterladen und alles. Das war sehr ermüdend. Und wir haben schon so in uns entschieden, dass in manchen Moment sollte der eine, die so Production Assistant macht, dann fährt er schon mit dem Bus, weil so viel Equipment ist und so. Wir hatten so eine, auch nicht so viel, aber wir hatten so ein großes Backpack und ein kleines mit Equipment für eine Person zu mitnehmen. Dann war es schon viel. Okay, aber was war denn dann so der emotionalste Moment während der Reise für dich? Gibt sehr viele emotionale Momente. Ich weiß nicht, eigentlich so verabschieden von dieser Reality, von seinem Leben sozusagen, war sehr schwierig. Aber so am schwersten, also was sehr schwer war, war in der Wüste, weil wir hatten gar nichts zu essen, so konnten wir auch fast nicht kaufen. Und wissen wir nicht, wie kann man nach vorne Hand ziehen. So, das war sehr schwer. Du hast ja gerade erzählt, wie schwierig und gefährlich das war. Hattet ihr oder Lilian und die Kinder an irgendeinem Punkt Todesangst? Todesangst? Ja, schon. Meistens Lilian bei dem Zug mit den Kindern. Also ist
Ich meine, es ist ein Cargo-Zug, ne? Ist vielleicht, so, wir sind eigentlich Glück, dass es gab so eine sicherer Wagen, wo sie eigentlich so irgendwie sicherer war. Also es gab so Borders und sowas, so Mauer, kleine Mauer. So. Aber manchmal gibt es nicht und muss man einfach weiter, you know. Okay, wo lebt Lilian und die anderen denn jetzt? Lilian ist eigentlich, ich meine, das ist ein bisschen so ein Spoiler aber für den Film, so Spoiler-Disclaimer. Aber sie sind bei Tijuana eigentlich, sie hat sich entschieden, in Mexiko Asyl zu bieten und nicht in den USA zu gehen. Und das ist auch sehr, was wir schon vorstellen könnten. Und ist was sehr interessant. Wir zeigen nicht genau dieses Prozess im Film, aber sieht man schon, dass sie so Monate später da ist. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre tollen Antworten und Ihre Zeit. Falls ihr noch mehr wissen wollt und noch mehr Interviews sehen wollt von dem Dog Festival 2021, dann guckt doch mal bei unserem Dogspotters Blog vorbei. Tschüss.